Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen und ihr noch zu den fast 80% gehört, die auf diesem Kanal die Videos schauen, ohne abonniert zu haben, dann wird es Zeit, das zu ändern. Deshalb lasst doch mal gerne ein Abo da, wenn euch hier die Videos gefallen, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos. Und heute wird auch ein Update kommen, Version 11.11. Eigentlich schade, dass es nicht perfekt zum 11.11. gestern war, aber Updates kommen nun mal immer am 12. oder generell dienstags. Allerdings wird es wieder nur Rette die Welt-Content geben und vielleicht ein paar Hotfixes, das heißt keine neue Waffe. Ich denke mal, die werden aber jetzt da in Battle Royale so oder so die ganzen Updates nur so selten kommen, werden die wahrscheinlich auch nur mit den großen Updates kommen und das ist eben nur ein kleiner Patch. Heute im Itemshop haben wir den Mani-Skin. Sieht ganz in Ordnung eigentlich aus. Für 800 V-Bucks kann man sich den auf jeden Fall kaufen. Dann als nächstes haben wir Rennfieber. Einmal mit und ohne Helm. Finde ich tatsächlich in der ohne Helm-Variante richtig cool. Seitdem es die hier ohne Helm gibt, kann man sich den Skin auf jeden Fall kaufen. Passend einfach alles hier in weiß. Sieht echt schön aus, der Skin. Die männliche Version mag ich nicht ganz so gern, weil ich hier den Grundskin immer nicht ganz cool finde. Wenn er keinen Helm anhat. Dann gibt es dazu weiße Bö als Gleiter. Ist immer ein relativ nicer Gleiter, den es so in anderen Formen nicht gibt. Also es gibt den, glaube ich, noch in der roten Form. Aber sonst gibt es eben halt diese Form nicht ganz so häufig. Es gibt ja zum Beispiel mehrere Drachengleiter oder was weiß ich. Davon gibt es ja manchmal so mehrere. Und das ist eben ein relativ einzigartiger Gleiter. Einfach so ein Motorbike. Ja. Gesagt, einmal gibt es den noch in Rot, die Variante hier. Schade, dass es eigentlich nicht ein Stil ist, weil die eben halt haargenau identisch aussehen. Weiß ich nicht, warum die das nicht gemacht haben. Ich meine, für einen epischen Gleiter hätte man das auch schon machen können. Aber nun gut. Als nächstes haben wir auf jeden Fall den Traumskin. Ist ein nicer Skin, ist so ein bisschen an Farbenbomber angelehnt, also mit gleichem Grundskin. Und auch so, die Farben sehen relativ ähnlich. Das Backpack hier sieht damit eben halt ziemlich cool aus. Mit dem Schmetterling. Passt ja auch eigentlich hier ganz gut zu. Im Prinzip die männliche Version könnte man so ein bisschen sagen. Ist ja der Unendlichkeitsskin, hat ja auch die gleichen Farben. Dementsprechend so ein bisschen eben als gleiche. Allerdings gibt es hier auch nochmal eine zusätzliche männliche Variante. Aber auf jeden Fall der Skin an sich ist super, super nice. Wobei der auch aus einem Set ist. Trotzdem super nice, der Skin hier auch wieder die gleichen Farben. Mir persönlich gefallen die Farben wirklich gut mit diesem hellblau, pink, so ein bisschen. Sieht das schon echt, echt cool aus. Auch hier oben, diese Maske sieht nice aus. Das Backpack sieht eigentlich auch ganz in Ordnung aus. Dementsprechend kann man sich das auf jeden Fall kaufen. Die Astral-Axt gefällt mir persönlich eigentlich auch ziemlich gut. Eben halt wieder die Farben und hat auch so einen schönen Sensen-Sound, der bei meisten Spielern ziemlich beliebt ist. Dann als nächstes haben wir die Splitterbruchlackierung. Hier fehlt mir leider so ein bisschen Stärke in der Animation und die Kontraste sind leider etwas zu niedrig gehalten. Dementsprechend für 500 V-Bucks ein bisschen zu teuer. Hätte ich ein bisschen mehr Kontrast und ein bisschen stärkerer Effekt, wäre ich ja nice gewesen. Und als letztes haben wir noch den Arcana-Gleiter. Diesen konnte man bekommen, glaube ich, einmal in einem Live-Event, wenn man dort eben halt im Live-Event einfach drin war, hat man den bekommen, den Arcana-Gleiter. Ist eigentlich ein ganz nicer Gleiter, würde ich euch jetzt aber, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen, wenn ihr den so kaufen wollt. Persönlich finde ich den nicht ganz so schön. Dann haben wir auf jeden Fall Mortemando. Ist eigentlich ein ganz nicer Skin. Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist jemand etwas Spezielles, das so in anderen Formen nicht gibt. Wenn man auf Motten steht, kann man das auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir die Sternenboten. Sieht eigentlich ganz nice aus hier. Ein bisschen mit Glitzern im Haar. Aber alles ziemlich in Pink gehalten. Das heißt eher ein weiblicher Skin. Auf jeden Fall neu heute haben wir Lotusstern als Lackierung. Gehört zu keinem Set. Hier, wo einfach Blüten und so runterfallen. Ich glaube, das ist auch jetzt irgendwie zum 11.11., weil da irgendein Event, glaube ich, in Asien ist. Irgendwie der Single Day oder so. Weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich glaube, die soll daran angelehnt sein.
Sieht aber eigentlich ganz nice aus, kann man sich kaufen. Dann haben wir aufgeweckt. Ich glaube, der Emote war 200 Tage oder so nicht mehr im Shop. Schon eine relativ lange Zeit. Ist auf jeden Fall ganz nice, der Emote, kann man sich kaufen. Dann als nächstes haben wir Sternstab. Ist ein nice Spitzhacke, wie ich finde. 800 V-Bucks mit einem schönen leuchtenden goldenen Stern. Sind auf jeden Fall nicht zu viel. Dann als letztes noch langsames Klatschen für 200 V-Bucks, auch in Ordnung, kann man sich kaufen. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.